Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich hoffe, man hört auch den Endgames, aber nicht so wie ich das letztes Mal bei Tour of Time Seeds of Evil Let's Walk drauf gemacht habe, was ich einfach vergessen habe, den Endgames Sound bei OPS einzustellen. Naja, wir sind hier auf der Route 21 verblieben und gehen jetzt in Richtung Alabaster und hier haben wir einen Doppelkampf. Wir werden jetzt dann wahrscheinlich so bald wie möglich den 8. Orden holen. Und dann unser nächstes Leggy. Was mit dann Mam Kraftwerk und Simon Starm ist jetzt gerade richtig eine tödliche Kombi. Vor allem Meng Starmi. Weil das kann sehr gefährlich werden. Na, da brauche ich jetzt auf jeden Fall einen Experten dafür. Ich glaube, das wird. Der wird jetzt so gewonnen werden. Vor allem wenn es so dumm ist und natürlich Genesung spammt. Naja. Ist ja sein Problem. Und deine Rauchwolke wird sowas von nichts nützen, denn ich habe noch Schockwelle. Denn die trifft immer. Biatsch! Ich dachte, du könntest meine Genauigkeit senken. Aber nichts da. Denn ich bin immer quasi gut vorbereitet. Ja, und Volltreffer bei Turbodrehen. Also normalerweise ist es gefährlich, Starmie. Wenn man es richtig spielt, dann kann es einem fast das gesamte Team wegsweepen. Aber hier ist einfach so, wir sind mal quasi fast schon zu overlevelt. Das liegt einfach nur daran, dass man auch von Alabaster zu Zinnoberinsel schwimmen kann, beziehungsweise surfen. Aber so im 1 gegen 1 Kampf gegen Starmie würde ich da lieber auf jeden Fall nicht zu sehr riskieren. Und ich glaube, an Items gibt es hier, glaube ich, vielleicht nur auf der Sandbank noch was. Und irgendwann müsste noch der Carpador-Trainer sein. Oder habe ich den schon gemacht? Okay, der hat noch Gold King. Und zwar schwache Gold Kings. Also, das sollte generell schnell über die Bühne gebracht sein. Vorausgesetzt, die hätten nicht gerade sehr viel aus. Aber es ist halt eben so. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, Drachenattacken sind, glaube ich, physisch. Irgendwie habe ich schon mal die Thematik mal in einem anderen Part gehabt. Ich kenne mich halt ja mit den Attacken nicht so gut aus. Aber gut, wenn man auch gut Windhoses bett und dann die Gegner zurückschrecken lassen kann, dann ist das einfach auch egal. Wenn so eine große Mächte entfesselt, das heißt erst ab. Wow, Expertzahl des Teufels? Was ich sagen wollte, die größte Macht, die erreicht es dann nicht ab 55, wenn es dann zu Dragoran weiterentwickelt. Und dann ist es dann eine richtige Killermaschine. Und angenommen, also competitive kann man zum Beispiel einen Dragoran gut benutzen, wenn man es mit Drachentanz spielt, mit der Fähigkeit Multischuppe. Das bewirkt das sehr effektive. Das bewirkt nämlich Attacken, die das Ziel treffen und das Ziel hat noch volle KP. Da wird einfach der Schaden halbiert. Und das ist jetzt zum Beispiel sehr gut, wenn zum Beispiel mit Eisattacken angegriffen wird. Da überlebt es die meisten Eisangriffe, wenn man es dann zugleich noch mit Schwächtschutz spielt, dann wird auch noch die Angriff und Spezialangriff gut verstärkt. Und meistens ist man dann nach einem Drachentanz schneller als der Gegner und kann dann das gesamte Gegner wegsweepen. Und nur der eine Nachteil, ich glaube, Drachentanz lädt es ja erst ab Gen 4. Oder kommt das schon ab Gen 3 sogar, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass es erst ab Gen 4 der Fall war. Dass dann der Drachentanz mal ins Spiel kam und ab da wurde ein Dragorang richtig gefährlich.
Und das war wahrscheinlich der Grund, warum man die Feen-Pokémon einführen musste. Weil da konntest du fast schon praktisch mit dem Dragoran mit Wutanfall, Drachen. Ja, Drachentanz. Und das ist der obligatorische Drachentrainer. Carpator-Trainer, Entschuldigung. Das Beat hab ich jetzt. Einfach weil der ein bisschen nervig ist. Ja, mit dem Speed-Up bin ich halt so gut. Und das mache ich jetzt auch mit dem Emulator. So. Und erledigt. Es ist einfach so, es ist obligatorisch. Fast in jeder Gen gibt es einen 6 Carpador-Trainer. Nur in Sun und Moon, den haben sie dann nicht mehr eingefügt. Fragt mich aber nicht wieso. Was ich von das Game Freak einfach. Nö. Wir wollen jetzt einfach mal die Spiele verarschen und das fügen ihn gar nicht mal ein. Oder was auch immer der Grund sein mag. Okay, dann haben wir auf jeden Fall jetzt die Wasserroute auch abgeschlossen und dann können wir jetzt mal nach Vertania City gehen. Die Frage, habe ich Fliegen dabei oder nicht? Ne, ich habe gerade das gesamte Team dabei. Also am besten, wenn ich die drei ein bisschen in der Arena trainieren könnte. Wenn es geht. Das heißt, jetzt brauche ich mal einen Schutz. Ah, der wirkt noch? Wusste ich ja gar nicht. Da muss ich den sehr früh aufgesetzt haben. Denn, um die letzten Arena dazu. Also an den letzten Arena-Leiter anzukommen, muss man eben die anderen 7 Arena-Leiter besiegt haben, ansonsten spawnt der 8. nicht. Dann heißt das immer vor der Arena, er sei nicht da. Denn er sei immer auf Reisen, aber wenn ihr wisst, wer der Arena-Leiter ist, dann wisst ihr auch den Grund, wieso er nicht da war. Denn jetzt ist er zurückgekehrt, wie es gerade derjenige bei sagen kann. Der Arena von Vertania City ist zurück. Aber wer ist der Arena-Leiter hier? Hey, war der Champion ins B? Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste, weil er der letzte Arena-Leiter ist. Die Trainer setzen gerne Boden-Pokémon ein. Okay, aber auch nicht zu Teil. Ich glaube, zu Teil auch Kampf. So, dann besiegen wir mal die Trainerin der Arena. Das wird auf jeden Fall ein gutes Training sein und wir haben schon mal einen Vorteil gegen den Potter-Attacken. Vor wegen unserem Aerodactyl, das noch den Typ Flug noch in hat. Aber dass er jetzt mit Bedrohung kommt, ist jetzt nicht so super schlau. Wahrscheinlich wird er mich jetzt vergiften mit Giftsamen oder so. Was es schon diese Chain gab. Oder er macht's mit Säure. Oder er schafft's mal nicht. Ja, dann müssen wir schon fast speziell angreifen. Und natürlich überlebst du das, hm? Aber er schafft's mir nicht, die Vergiftung raufzudrücken. Also hat er sozusagen quasi versagt. Okay, Tauros, das ist jetzt ein reines Normal-Pokémon, also. Da sieht man, die halten sich meistens auch nicht an die Regel. Wobei, also den hier kann ich eher weniger einsetzen wegen Gift. Wegen einer Bombenschwäche, weil er noch ein Typ Gift-Pokémon ist. Also dann benutzen wir es nochmal. Aber Tauros kann auch sehr gefährlich sein.
sein. Der ist, glaube ich, von der Pokémon noch einer der stärkeren. Weil man es noch wieder Bedroher benutzt. Legend, wenn wir noch einen Boost kriegen würden. Okay, jetzt muss ich auswechseln. Ihr wisst ja, wie ich zur Verwirrung stehe. Die Verwirrung verarscht mich überall, wo es geht. Und wenn wir dann die 8. Arena dann noch durchgemacht haben, dann werden wir dann uns um das nächste legendäre Pokémon kümmern beim Kraftwerk. Und das wäre dann Zapdos. Gut, dann nutzen wir halt Windhose. Seht ihr, wie wenig Damage das macht? Also das kann jetzt wieder ein langer Kampf werden. Vor allem wenn er wieder Angeberei spammt. Also er hat jetzt mal Angeberei und Erholung. Wäre schön, wenn wir durchkommen würden und noch einen Crit landen, dann wäre es weg. Seht ihr, es passiert nie. Und seht ihr, wie viel Schaden das macht, wenn man einmal durch Angeberei zugespammt wird? Also unmenschlich. Ne, also da muss ich jetzt lieber mal... Ja, penn doch nur ein. Okay, da brauche ich auf jeden Fall schwereres Geschütz. Versuchen wir mal mit speziellen Attacken, vielleicht macht das mehr Schaden. Wow, aber gewaltig mehr Schaden. Dann hat das wahrscheinlich nur eine sehr schlechte Spezialverteidigung. Wobei auch nicht gerade sehr speziell schlecht. Weil mein Lapras ist einfach zu OP. Und hier werden einfach da mit diesen verwirrenden Dingen auf Doom gespielt. Da kennt ihr doch aus jedem Serie des Spiels. Ich schau so gerade, ob ich noch ein paar normale Tränke habe. Ah, deinen einzigen Supertrank. Dann habe ich fast schon nur noch Hypertränke. Einen Moment, ich muss mich auch kurz räuspern. So, kann weitergehen. Und er hat wahrscheinlich Kampf-Pokémon. Also die Trainer, die halten sich nicht an die Regeln. Ja, der hat Kampf-Pokémon. Ein heftig schönes Machok. Das jetzt gerade eine Bekanntschaft mit dem Flügelschlag auf Doom macht. Aber das ist das... Ja, das war mega, die schon klar, dass es irgendwie überlebt. Das ist schön, wenn sich noch ein Muskelband hätte, aber das kriegt man, glaube ich, hier noch nicht. Ne, das kriegt man wahrscheinlich vielleicht erst in der Kampfzone oder hier noch nicht. Ich mache jetzt einfach hier den Trainer. Und ich werde jetzt nicht genau sagen, wer es ist. Ich hoffe, wir schaffen die Trainer heute noch. Alle. Okay, Sandamer. Wobei bei dem muss ich ja eher ein bisschen vorsichtig sein, weil die könnten. Die könnten, soviel ich weiß. Nein, das wollte ich nicht. Die könnten auch Gesteinsattacken haben, die ist dann wiederum schlecht für unser Aerodactyl ist. Oder auch für Lapras, weil es noch den Nice-Typ hat. Aber am besten mit einem liebenden Experten und hauen sie alle weg, bevor sie Eier legen. Und das war jetzt wieder mal ein bändischer Falltreffer, da bin ich mir ziemlich sicher. Normal hätte ein Surfer ausgereicht. So, Rion ist auf jeden Fall das größte Opfer. Aber das müsste Gestein und Boden noch sein, also eine Kombi. Und da geht natürlich Surfer daneben, weil
Einmal Sandwirbel. Und Init geht auch noch runter. Das ist jetzt auch gut, dass wir jetzt noch immer noch schneller waren und es noch besiegt haben, weil mit Felswurf hätte so regelrecht können so richtig penetrieren. Das hätte dann wehgetan bis zum geht nicht mehr. Und für Nidoking können wir sogar wehren. Wir können sogar mit Felswurf angreifen oder mit Psychokinese. Aber ich werde auf Surfer bleiben, da ich darauf noch Step habe. Psychokinese habe ich einfach nur für eine Gift-Pokémon über. Wie zum Beispiel für Gengar. Der ja noch in der Gen nämlich noch die Fähigkeit Schwebe besitzt. Erst ab Gen 7 bekam es dann Tastfluch als Fähigkeit. Weil dann Game Freak fand, dass einfach Schwebe für den Gengar zu OP war. Hingegen hat das Mega Gengar immer noch die gleiche Fähigkeit wie in Gen 6. Ja. Und das Doppelkick macht ja nicht so viel weh. Erstens, weil es schon mal. Und zu Lapras nehmen eine sehr hohe physische Verteidigung hat. Oder sagen wir nicht gerade sehr hohe, ein bisschen eine hohe physische Verteidigung. Und vor allem da, das ist auch der Step war vom Nidorino. Das wissen jetzt ja alle, die wir wissen, wir haben ja auch einen Nidorino gehabt. Und das ist jetzt ein Nidoking. Wenn ich jetzt dann vorbei bin, dann gehe ich mal kurz. Jetzt mich im Pokécenter heilen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Haben wir mal die ganze linke Seite schon mal durch. Und hier findet man nämlich. Einfach glaube ich, das war jetzt nur in der ersten Chat. Da fand man nämlich noch innerhalb der Arena ein Item. Aber auch hier in Blattgrün gibt es auch ein Item. Und zwar an der Stelle, wo der Arena-Reiter steht. Aber der muss erstens mal besiegt werden und zweitens. Und kriegt man das erst, wenn er dann wieder weg ist. Ja, der haut wieder ab. Und der Grund ist dann einfach, weil Baum. Ne, das hat dann schon einen richtigen Grund, warum er dann wieder geht. Einfach, ich freue mich sehr, aber das wird wahrscheinlich ein Lapras ohne Liluan. Ja, so langsam geht mir die Lust, Luft aus. Die Lust, natürlich. Die Lust geht auch aus. Aber dass er wieder mit Sandammer anfängt. Das sind jetzt eben die Trainer, die jetzt mal dem Typen gerecht werden. Die besetzen jetzt wirklich Pokémon. Nicht wie gewisse zwei Trainer, die zum Beispiel mit Gift kamen. Oh, natürlich geht das gesamte Spiel wieder mit Sandwirbel los. Bisher sind wir noch gut durchgekommen und wieder ein bändischer Volltreffer. Beliebt mich heute. Gib mir den Volltreffer, wenn ich sie nicht brauche. Und wenn ich sie dann brauche, gibt es sie mir wieder nicht. Ich kann noch ein paar gute Beispiele nennen. Seht ihr, jetzt trifft er wieder nicht. Der neuen, das könnte wehtun. Betonung liegt auf könnte. Aber der Kotter ist jetzt meistens die Verteidigung von Lapras. Also das ist eher der Verteidigungstyp, wenn man es zum Beispiel kompetitiv spielen möchte. Aber man kann es auch gerne so offensiv spielen, das geht auch. Was heißt der? Dr. Hideo? Ja, Hideo! Ach nein, der Astren ist Hideo. Das ist nämlich ein kleines Easter Egg an Hideo Kojima, der Gründer von Kojima. Oder ist das die Firma? Ach, vergesst es. Ich bin meistens mit der Information so weit hinter links, da könnte man meinen, ich hätte gar keine Ahnung mehr.
Und dann für die Pokémon Liga, da werde ich dann auch das Team dann auch entsprechend trainieren. Denn das erste Pokémon, das wird Level 63 sein. Und jetzt habe ich gefunden mit Level 50. Es klappt ja schon, aber das würde dann wieder sehr viel Heilung bedeuten. Und da habe ich mich entschieden, Level 55 zu nehmen als Grenze. Da haben wir auf jeden Fall einen Dragoran. Und dann sind wir nicht zu stark für die Top 4, aber können den Champ noch gut besiegen, ohne dass wir zu overpowered sind. Wenn ich möchte ein bisschen spannender Kampf haben und nicht gerade mit Level 60 der Reinmaschinen die Top 4 richtig zerstören und den Champ ebenbürtig zu sein. Ich möchte den Champ ein bisschen einen Vorteil geben. Aber wenn ihr generell unsicher seid, ob ihr es schafft, dann trainiere ich auf Level 60. Aber ich sage euch, Level 55, das reicht vollkommen aus. Ihr müsst nur wissen, was der Champ dann alles einsetzt. Da ist das Pipifax. Und ihr werdet nie erraten, wer es ist. Sagen wir mal so, die das Spiel kennen. Psst, nicht sagen. Wahrscheinlich kennen ja 90% der Spieler das Spiel. Aber falls doch diejenigen runter gibt, die es nicht kennen, die werden überrascht sein. Wer es ist. Da sage ich jetzt lieber den Namen nicht. Ihr werdet es dann gleich sehen. Und ich glaube, der hat wahrscheinlich Psycho-Pokémon. Nö, nur normales Rhyhorn auf Level 43. Ist ja nicht so, dass es theoretisch zu Rizeros hätte weiterentwickeln können. Aber ich glaube, für den Arena-Kampf werden wir dann auch Lapras einsetzen. Erstens habe ich damit einen guten Vorteil haben und zweitens... Gott sei Dank ging das daneben, aber ich glaube, es ging auch immer daneben. Denn ich glaube, Hornbohrer... Oder warte mal, ist... Oder hätte das mich doch killen können? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau Hornbohrer funktioniert. Entweder funktioniert es zu 30%, wenn das gegnerische Pokémon stärker ist, also höheres Level, oder niedriges Level. Wenn ich es dann herausgefunden habe, schreibe ich es dann unten in die Anmerkung rein. Also es wird dann einfach eine Anmerkung eingeblendet sein. Aber Rombor ist generell gefährlich. Ich glaube, das funktioniert nur bei Pokémon, die stärker sind als er. Ich bin mir zwar nicht ganz genau sicher, aber das werde ich dann... Das werde ich dann nachprüfen, wenn es soweit ist. So, wir werden dann nämlich die ganz rechte Weg nehmen für den Arena-Leiter. Ehrlich, da bin ich mir immer unsicher, wie es mit K.O.-Attacken verfährt. Aber ich glaube, es war so, wenn das gegnerische Pokémon schwächer ist als seins, dann geht es, glaube ich, nicht mehr. Was wir sehen, ist jetzt dann in der Anmerkung, wie es ist. Weil Hornbohrer kann auch gemein sein. Hat so eine 30%ige Trefferchance, aber wenn es mal trifft, oder wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Pokémon habt, was nämlich schildlos habt, dann seid ihr am Arsch. Weil das ist nämlich nur eine One-Hit-Attacke, egal wie viel KP ihr habt. Ihr sterbt instant. Bin ja froh, dass mir das nicht getroffen hat. Das wird dann auch witzig sein, wenn ich da mal einen Nuzlocke habe. Weil da verwendet dann der Arena-Leiter nämlich auch eine K.O.-Attacke. Was sogar eine TM dann darstellen wird. Oh nein, es ist dann nicht Hornbohrer, es ist dann eine andere K.O.-Attacke. Ich bin jetzt... Ja, ich sage jetzt lieber nicht zu viel davon.
wird einfach am Ende so sein, dass unser Lapras einfach die Arena rocken wird. Wieder eine kleine Anspielung meinerseits. Aber ich glaube, den Botentypen kann man ja erst immer ab der Endentwicklung über, also Nidoqueen, Nidoking. Wird auf jeden Fall dann ein interessantes Spiel sein, die dann hochzuziehen. Aber es bleibt uns ja noch das Kraftwerk und die Siegerstraße. Und die Siegerstraße werde ich dann aber auch off-camp trainieren. Bis auf 55. Je nachdem, wie weit wir heute kommen. Kann gut sein, dass wir im nächsten Part auch schon den Legi-Kampf haben gegen das legendäre Vogel-Pokémon Zapdos. Oder wenn es gut geht, dann kann ich sogar den Arena-Kampf noch gerade reinquetschen. Je nachdem, wie mir jetzt hier gut durchkommt, kann ich wahrscheinlich den Arena-Kampf noch reinquetschen. Und Geowurf tut weh, aber nicht so viel. Und den Rest schaffen wir auch mit Biss. Und das Macholas ein schwächerer. Und dann hat er zweimal Machok und einmal Macholo. Aber Machomai haben sie in der Gen nicht. Höchstens vielleicht die stärksten Trainer, also die zum Beispiel in der Pokémon Liga. Oder die nach der Pokémon Liga, das geht ja noch ein bisschen weiter. Ihr habt ja von den Eilanden ja noch nicht alle gesehen. Und es gibt dann auch noch ein bisschen Content nach der Pokémon-Liga. Wenn wir die dann durch haben, gibt es noch das Ream. Da gibt es dann wieder das legendäre Pokémon, das war damals dann bei der... Was soll dafür so schnell sprechen? Was man dann bei der Azuria-Höhle kriegen kann. Dann kommt dann die Liga-Rematches und nach den Liga-Rematches kommen noch drei weitere Legis, die aber nur inklusive per Codes bekommen kann, also per Download-Content, was ja leider in Europa nie verteilt wurde. Davon spreche ich nämlich von Deoxys, Lugia und Ho-Oh. Das wird sozusagen der Abschluss des Projekts signalisieren. Ich wollte es zuerst eigentlich so machen, dass ich die Liga-Rematch als Ende setze, aber es gibt halt ein Problem beim Cheatcode. Wenn ich das benutze, dann verschwindet einfach das Menü und ich will jetzt keinen großes Risiko angehen, also habe ich jetzt die letzten drei Legis, die ich gerade eben genannt habe, nach hinten verschoben. Und ich glaube, ich mache die Arena leider jetzt noch. So, dann setzen wir auf jeden Fall das Lapras nach vorne, der müsste jetzt OP King sein. Es ist halt nur doof, wenn man in einem Ab vom Gebäude nicht rennen kann. Und jetzt werden wir das Identität lüften. Wer ist der letzte Arena-Leiter? Ihr seht ihn. Und ihr kennt ihn. Denn er will Rache. So, ich speichere das mal kurz hier ab. Einfach nur zur Sicherheit. Wenn der Part ein bisschen überlängert hat, dann kann ich nichts dafür. Willkommen in meinem Geheimversteck. Ihr wollt dich das Team Rocket wieder aufstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt, also gut. Dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Denn mich hintergeht niemanden ungestraft. Ja. Der Rockboss Giovanni ist der letzte Arena-Leiter hier in der Kanto-Region. Und das wird auf jeden Fall ein spannender Kampf, denn er hat starke Pokémon, sehr starke. Ich glaube, der stärkste, das hat, glaube ich, so viel, ich weiß, ein Kangama. Aber hier zwei Rihorn. Ist auch nicht gerade so super schlau. Dann ist wahrscheinlich das sein Signature-Pokémon, ein Rihorn Level 50. Warum kein Rizeros? Dann hättest du vielleicht noch was mehr Chancen gehabt. Naja, man kann nicht alles haben. Nidoqueen, dann hat er noch einen Nidoking und wie ich weiß, hat er dann am Ende noch einen Kangama. Oder er hat es abgelegt.
wenn einfach das Arena-Leiter-Team wollte. Aber trotzdem, das sind keine Herausforderungen für unsere Lappers, der macht sie alle platt. Ja. Keine große Sache. Obwohl, der war jetzt schneller. Eben, tut weh. Aber das hält unsere Lappers locker durch. Da sieht man, das ist einfach für die Arena geschaffen. Wenn ihr einen Lapras habt, ihr seid hier fast schon siegesicher. Ne, Attentiktik. Das heißt, das Kangama, was er bei Team Rocket benutzt hat, das hat er abgelegt. Einfach weil er das. Weil er einfach den Spielregeln befolgen muss und ein Bodenteam. Also war auf jeden Fall sein stärkstes Pokémon, das er ja auf Level 50 sich gerne als Rizeros gesehen hätte. Naja, man kann nicht alles haben und das war's schon. Easy Spicy durchgezogen. Der Kampf war hart, aber wer? Du hast gewonnen. Nimm den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Und wir kriegen noch 5000 Poké-Dollar. Als Träger des Erdordens werden die alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. So wie meine Member mich gehorchen. Erstellt den Beweis deines Gönnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Denn von hier kriegen wir noch die TM 26 Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war, bevor ich meinen Job aufgab für ein sinnloses Unternehmen. Ich habe meinen Meister gefunden, meine Taten waren schlecht. Ich löse das Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Lebe wohl. Und somit ist eben das Ende von Team Rocket besiegelt. Und hier unter ihm finden wir noch das Machoband vergraben, was er wahrscheinlich benutzt hat früher. Irgendwas war es in der Arena. Wir haben jetzt Giovanni besiegt. Im nächsten Part werden wir uns dann beim Kraftwerk wiedersehen und kümmern uns um das nächste legendäre Pokémon. Und dann geht es dann ab zur Siegerstraße, sobald wir das Zapdos haben. Dann bis dann und tschüss.